Hey, herzlich willkommen zurück. Jawohl, eine neue Runde Computerbastelstunde mit Jensi. Heute gibt es nochmal wieder ein Schneider CPC 6128 Video. Und zwar diesmal geht es um das Laufwerk. Ja, ich war gerade wieder am Zusammenbauen von dem Schneider CPC und wollte nochmal eben testen, ob das Diskettenlaufwerk auch funktioniert. Und was ist natürlich? Funktioniert nicht. Ich mache hier Cat und dann macht das Laufwerk. Ja, toll. Der Riemen ist wahrscheinlich ab oder kaputt oder was weiß ich. Muss ich den auch noch ersetzen bei dem Ding? Hab das Laufwerk jetzt mal ausgebaut und eben geguckt, wie man da jetzt am besten rankommt. Und hier oben drauf sind zwei Schrauben. Zwei größere und eine kleinere. Die habe ich jetzt mal hingelegt. So sehen die aus. Ja, und dann gibt es noch zwei Stecker. Auf der Seite ist ein Stecker hier, den kann man abziehen von der Seite und einmal einen ganz kleinen weißen. Hier, so ein zwei poligen da. Und dann ist es ein bisschen beweglich. Also dann kann man die Platine ein Stück nach hinten ziehen und man kommt da unter. Also ich kann da mal eben da reinleuchten. Ich hoffe, man sieht das jetzt ein bisschen. Hier vorne ist der Motor und hinten das schwarze Rad da, da muss der Riemen drüber. Da muss ich meinen Riemen gleich rüberfummeln. Hier ist das alte, der hat sich schon rausgebröselt, der ist total knochenhart und zerbröselt. Und das Ding kam komischerweise aus dem Laufwerk geflogen. Also das sieht jetzt mir nicht danach aus, als ob es da reingehört. So ein kleiner Pin da. Ich hoffe mal nicht, dass der jetzt dahin gehört. Damals in meiner Ausbildung noch habe ich bei König Elektronik hier diesen Riemen bestellt, der passend für das Laufwerk. 69 mal 0,6 mal 3 ist die Größe des Riemens. Ja, ziemlich dünn. Ich hoffe, dass der noch geht. Also der ist auf jeden Fall noch flexibel. Mal sehen. Der ist ja jetzt auch schon, naja, auch 30 Jahre alt. In etwa. Tja. So, der neue Riemen ist eingebaut. Das war relativ einfach. Nur auf dem schwarzen Rad hinten waren noch ganz viele Gummireste, die klebten da drauf. Das muss man auch alles rausmachen natürlich, sonst haben wir da eine Unwucht drin. So, und dann den Riemen einfach hinten rüberlegen und nach vorne ziehen, über das Rad hier vorne ziehen. Das ging ganz einfach so. Und jetzt wieder zusammenbauen. Tja, und dann mal gucken, ob es läuft. Also, der Stromstecker vom Laufwerk, ich weiß nicht, was mit dem war, der war eigentlich drauf. Ich habe ihn nochmal abgezogen, wieder drauf gesteckt, jetzt ging's. So, und jetzt hat er aber einen Lesefehler auf der Diskette. Jetzt hatte ich die Frage, ist das jetzt von der Diskette oder ist es ein Laufwerksproblem? Ne? Mal sehen, eine andere Diskette, was sie sagt. Ja, wahrscheinlich genauso. Ja, Mist. So, wir haben manchmal noch das Problem, dass man die hoch und runter drücken musste. Also irgendwie rastet der auch noch nicht so ganz. Der Auswurfknopf ist nicht so ganz toll hier, es ist ein bisschen lasch. Mal gucken, wenn ich das ein bisschen drücke, die Diskette beim Lesen. Nee, geht immer noch nicht. Ja, das ist ja nicht so fein. So, da läuft das Laufwerk noch. Mal gucken, was er so macht, wenn ich einfach nur so Retry eingebe und sagt der Disk Missing. Okay, ist klar. Aber es dreht sich also. Der Laufwerksmotor. Also hier vorne ist der Laufwerksmotor. Die Disk dreht sich also. Und jetzt versucht er da hinten zu lesen. Ich hatte im letzten Video ja schon festgestellt, dass die beiden Schneider hier unterschiedliche Bordrevisionen haben und wie man jetzt auch sieht, die Laufwerke sehen auch unterschiedlich aus. Also wir haben jetzt einmal hier das, was ich eben schon repariert habe mit dem Laufwerksriemen und das hier ist das andere. Das sieht komplett anders aus. Die Motoren sind anders angeordnet, die Platine ist ganz anders, nur oben drauf so eine kleine. Ja, Tja, sowas. Jetzt weiß ich auch nicht, woran das da oben liegt. So, der Schneider sagt ja Read Fail, wenn er da Disketten versucht zu lesen. Und ich habe mir jetzt erstmal ein anderes Video angeguckt bei YouTube, wo einer auch diese Probleme hatte. Und er sagte, es gibt verschiedene Varianten, wie man das vielleicht lösen könnte. Und zwar ist hier einmal so ein Sensor drin, so eine Lichtschranke. Die könnte man mit dieser Schraube hier lösen und dann justieren.
Werde ich jetzt aber erstmal nicht machen, weil er meinte, das hätte zwar ein bisschen was gebracht, aber nicht unbedingt die Lösung, sondern die Lösung war eher, dass er hier in diesen Steppermotor hier gelöst hat mit den beiden Schrauben und dann den zu verdrehen so ein bisschen. Und ich habe mir erstmal eine Markierung gesetzt hier oben drauf mit einem Stift, damit ich weiß, wie die Originalposition war. Sieht man kaum, aber ein bisschen ist da markiert. Ja, und jetzt muss ich mal versuchen, das zu drehen und dann vielleicht kriege ich eine Position hin, wo er das dann wieder liest. Der große Mist ist, die eine Schraube hier unten will nicht raus. Die ist so fest. Ich habe jetzt schon mit dem richtigen Schraubendreher-Einsatz, also der passt auch exakt genau wie hier oben auch, habe ich so stark versucht, jetzt ist es sozusagen schon rund genudelt. Oh, ey, jetzt ist das. Jetzt kriege ich die Schraube nicht los. Das gibt's doch gar nicht, oder? Und da kommt man so beschissen an. Hier oben hätte man ja noch mit dem Werkzeug ankommen können und das irgendwie einfräsen, aber da unten, ganz in der Ecke, da, tja, sieht das ziemlich schlecht aus. Oh, Mist. Jetzt mit dem Dremel da unten auf die Schraube einen neuen Schlitz reinfräsen. Und jetzt konnte ich sie auch endlich lösen mit dem großen Schlitzschraubendreher. Mann, 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 was für eine Aktion. Ich habe erstmal die beiden Schrauben ausgetauscht, weil ich keine Ersatzschraube gefunden habe, die in der passenden Größe ist. Habe ich erstmal hier die kaputte hier oben reingeschraubt. Und dann habe ich versucht, das zu verändern, während es lief und immer versucht, das ein bisschen weiter in jede Richtung mal versucht, aber es hat nichts gebracht. Ja, ich habe bis über einen Zentimeter weiter diesen Strich verdreht, ganz langsam immer, aber auch in beide Richtungen. Das hat leider nichts geändert. Und dann habe ich nochmal dieses Ding hier losgeschraubt, diesen Sensor hier, und habe den auch verschoben. Und das hat nur ein bisschen, dann hinten weiter hat es geklackert, weil es dann zu weit hinten anscheinend dran lief. Ja, hat auch nichts gebracht. Ich habe das wieder versucht so einzustellen, dass es wie es war, aber es ist immer noch Read Fail. Hat sich noch nichts verändert. Ja, scheiße. Ja. Ich habe bei einem anderen mal gesehen, der hatte aber einen anderen Motor hier hinten. Da hatte er hier hinten irgendwas verbogen und dann einfach ein Stück dazwischen geklemmt, dass sozusagen die Welle ein bisschen weiter strammer war, einfach nur. Und weil die hat ja immer ein bisschen Spiel, aber dann weiß ich natürlich nicht, ob das so gehört. Tja, aber hier kann man eben nichts dran ändern, an dem Ding jetzt nichts zu öffnen. Jetzt muss ich erstmal versuchen, das in anderen Rechner noch aufzumachen. Hier den, der hat wahrscheinlich dasselbe Laufwerk. Das hört sich nämlich auch so an wie beim Auswerfen, wie da drüben. Und gucke ich mir das mal an, wie das dann aussieht. Als ich hier den Riemen gewechselt habe, war ja dieser eine Pin hier rausgefallen. Und da habe ich gedacht, ach, denn das hat irgendjemand mal ins Laufwerk geworfen oder so, das ist nicht wichtig. Aber wie ich jetzt herausgefunden habe, ist, dass der Pin, der den Read-Write-Schutz aus der Diskette ausliest, da sozusagen so ein kleiner Schalter an der Diskette, ob die Diskette beschreibbar ist oder nicht. Also hier. Gut, der hat jetzt hier an der Seite den Schiebeschalter irgendwo. Oder nee, da oben ist er. Genau, und da ist so ein kleines Loch und das überprüft dieser Pin. Und da ist so ein kleiner Schalter da drin. Und das ist auf dieser Seite rausgefallen hier. Ich muss das gleich nochmal aufschrauben, aber hier ungefähr an dieser Stelle sitzt das Ding einfach so im weggeflogen. Wird einfach da reingesetzt und betätigt dann einen Schalter, wenn die Diskette eingelegt ist. Ja, das ist also wichtig. Ansonsten kann man nämlich nicht mehr auf die Diskette schreiben. Sonst ist sie nur noch lesbar. Und dann habe ich in einem anderen Video noch gesehen, dass eventuell gar nicht die Einstellungssache das Problem jetzt ist mit meinem Read-Fail hier, sondern dass auf dem Board sind ja auch ein paar Kondensatoren oder Elkos drauf, drei Stück glaube ich, dass die auch vielleicht den richtigen Wert nicht mehr haben und dadurch nicht mehr die richtigen Signale ankommen. Also die müsste man mal ersetzen. Ich werde das gleich nochmal ausbauen und gucken, ob ich die da habe. Und dann werde ich das als erstes mal ersetzen und hoffen, dass das dann wieder lesbar ist. So, da unten seht ihr ihn jetzt. Da ist der Pin jetzt drin, der goldene. In dem kleinen Löchlein da unten. Da gehört er rein. Jawohl. Und jetzt muss ich nochmal eben gucken. Da sind schon mal zwei Elkos und da sind zwei Elkos. Also vier Stück sind drauf auf dem Board. Und da ist das schwarze Ding ist der Schalter für den Read-Write-Pin. Ja, was macht man jetzt? Jetzt muss ich erstmal gucken, ob ich die Werte da habe von den Elkos. So, weiter als das bekomme ich das jetzt gerade nicht geöffnet, weil da immer noch Kabel dran sind, die angelötet sind und nicht mit dem Stecker verbunden sind. Das ist ein bisschen doof gemacht bei der Platine hier. Aber es sind noch mehr Elkos drin, als ich dachte. Es sind insgesamt sechs. Ne, sieben sogar. Da ich jetzt aber diese Werte nicht unbedingt alle da habe, ich habe sie zwar in gebrauchter Form hier auf dem Board, aber ich
Ich möchte jetzt doch erstmal messen, bevor ich die jetzt auslöte. Nur einen Pin werde ich ablöten. Und ich habe nämlich ein Kapazitätsmessgerät hier. Da habe ich jetzt schon mal einen Elko dran gesteckt, den ich so noch liegen habe, mit 10 Mikrofarad. Ups, da zeigt er gar nicht, sieht er ja gar nichts. So, zeigt jetzt knapp 10,7 an. Also das ist noch in Ordnung. Jetzt werde ich erstmal einen Pin von jeweils ablöten und dann die einzelnen durchmessen, ob die überhaupt kaputt sind. So, hier oben dieser Elko soll 2,2 Mikrofarad haben. Ich habe das jetzt mal auf 2 Mikrofarad hier eingestellt. Und jetzt, wenn man da jetzt ganz vorsichtig rangeht. So. Das Messgerät zeigt 1,87 Mikrofarad. Ja, ist jetzt schon ein bisschen wenig, finde ich jemals. Also im höheren Bereich, wenn ich nur 20 Mikrofarad einstelle, dann zeigt er mir 2,1 an, fast. Das wäre noch okay. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Erstmal mal im Auge behalten, mal gucken, wie die anderen sind. 0,9 irgendwas und hier auf dem Bereich hat er einen genauer gehabt. Das kommt hin. So, und hier haben wir jetzt einen mit, was soll das sein? 10? Wieso geht der mal auf 0? Ey, komisch. Achso, wahrscheinlich, weil ich zusammenkomme mit den Pins. So, der hat 9,93. Ist auch noch in Ordnung. Ich habe jetzt eben alle durchgemessen und es sind nicht so viele große Abweichungen dabei. Also die haben alle ziemlich die Werte, die sie haben sollen. Ja, das Einzige ist nur der 2,2er hier oben, der hat 1,8. Das ist ein bisschen niedrig. Was andere aber meinten, dass die vielleicht im normalen Zustand einfach vom Wert her zwar stimmen, aber unter Belastung dann, unter wenn da Entspannung durchgeht, dass die dann vielleicht noch zusammenbrechen. Also es könnte auch sein. Ja, also es ist schon ratsam, die alle zu bestellen und auszutauschen. Ist natürlich jetzt doof, dauert dann wieder. Ich habe jetzt die Kondensatoren auf der Platine ausgetauscht, die Elkos, aber das hat leider gar nichts gebracht. Hat immer noch Readfail gehabt. Dann hatte ich nochmal wieder hier dran gedreht und nochmal an dem Einsteller, hat auch nichts gebracht. Ja, und jetzt das Einzige, was mir noch einfiel, war hier die Geschwindigkeit zu kontrollieren, weil ich ja den Riemen erneuert habe. Und zwar gibt es da ein schönes Programm für. Das heißt RPM. Mal wegmachen hier. So sieht das aus. Das habe ich jetzt von dem GoTec Drive geladen. Und da kann man jetzt die Geschwindigkeit einstellen hier. Hier steht RPM. Die sollte um die 300 Umdrehungen pro Minute liegen. So habe ich den jetzt eingestellt. Und zwar habe ich hier mit so einem kleinen Schraubendreher hier oben in das Loch reingepiekst. Und ganz vorsichtig, da ist so eine Gummimanschette drin. Die muss man erstmal da durchstoßen und dann unten weiter das Poti suchen. Und dann habe ich das erst nicht gefunden. Ich habe immer rumgedreht. Ich dachte mal, das funktioniert nicht, das ändert sich nicht. Aber dann irgendwann habe ich es dann doch erwischt. Und dann konnte man die Geschwindigkeit runterdrehen. Es war vorher bei 327, also zu schnell. Dadurch konnte er wahrscheinlich das nicht richtig lesen, was er da auf der Diskette hat. Und jetzt wollen wir nochmal testen. Ich habe es auf 300 eingestellt. Und jetzt nehme ich nochmal die Diskette und teste nochmal. Ja, neu gebootet eben und leider immer noch Readfail. Oh nein. Jetzt läuft das Ding langsamer. Jetzt könnte man natürlich nochmal wieder die Sachen versuchen. Das ist doch blöd. Gut, erstmal eine andere Diskette nochmal nehmen oder eine andere Seite. Nicht, dass man da irgendwie Probleme auf der Diskette jetzt erstmal hat, dass er das nicht kann. Ich habe auch hier die Antriebswellen nochmal geölt, hier die und diese Stange da unten. Aber immer noch Readfail, ja. So, jetzt muss ich nochmal wieder an den Sachen rumdrehen und gucken, ob wir das dann hinkriegen. Endlich, Leute, der erste Erfolg. Meine Fresse. Ich habe die ganze Zeit rumprobiert. Ich habe die Geschwindigkeit erst auf 270 reduziert, weil das hier unterste Limit ist, wo das Laufwerk noch lesen soll. Und das ging auch nicht, immer Readfail. Und jetzt habe ich ihn auf 290 eingestellt. Und das erste Mal, er liest dieses Inhaltsverzeichnis. Das ist ja wohl was. Krass. Also lag es nur an der Geschwindigkeit. Nochmal versuchen. Funktioniert. Jetzt müssen wir nochmal was starten. Ja, es läuft. Krass.
Ich wollte nochmal zeigen, ich hatte erst mit diesem kleinen Schraubendreher hier versucht und da bin ich anscheinend immer in das Poti rein. Ich habe es nämlich nie richtig erwischt und dann, wenn man zu weit reinkommt, dann kommt man an das drehende Teil vom Motor. Und erst, es funktionierte erst mit diesem Gerüt etwas breiteren Schraubendreher. Da konnte ich dann das Poti richtig erwischen. Das ist auch nicht so weit tief drin und man muss natürlich ganz langsam drehen. Nach rechts ist schneller, nach links ist langsamer. Ja, okay, Mann. Das ist das Einzige, war echt heftig. Jetzt muss ich natürlich noch ein bisschen testen, aber es sollte wieder funktionieren, das Laufwerk jetzt. Jawohl, sehr gut. Das Laufwerk ist repariert und der Schneider CPC läuft wieder endlich. Mann, das hat aber gedauert. Gut. So, wenn ich jetzt hier nochmal CAT eingebe, dann ruft er jetzt das Inhaltsverzeichnis der Diskette auf. Funktioniert. Und ein Programm starten. Zolux. Ja, jetzt sind die Tasten verkehrt rum. So. Funktioniert. Ich habe auch eben schon mal das andere von der Diskette geladen, damit man auch sieht, dass er an allen Stellen der Diskette vernünftig lädt. Tut er. Sehr gut. Das ist ein sehr schönes Spiel hier. Die Spiele wollte ich auch später mal zeigen. Jawohl, damit ist die Reparatur abgeschlossen mit dem Schneider hier und vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Schneider-Video.